Hallo ihr da draußen, hier ist der Callcenter-Crusher für euch. Heute gibt's ein extra Video, da der Typ uns am Ende so zum Lachen gebracht hat, dass ich es direkt verarbeiten will. Wir, das sind der Callcenter-Buster und ich, da Bernie den Call mitgehört hat. Am Ende hat er eine so außergewöhnliche Begründung genannt, um das Telefonat zu beenden, aber hört selbst. Wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo, ja, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herr Rüdiger, ja? Nee, das ist mein Vorname. Ach so, ja, Herr Zugschmidt-Meyer, ja? Ja. So, mein Name ist Benjamin Dillmann. Also, ich bin Ihr Personalberater von Immediate Aid. Oh, es ist sehr laut bei Ihnen. Können Sie mal bitte für Ruhe sorgen? Ich verstehe Sie kaum. Ein Moment bitte. Ja, so ist schön ruhig. So, jetzt können Sie was sagen. Hallo, ja, hören Sie es mich jetzt besser? Nee, es ist immer noch so laut. Oh, jetzt muss also es besser sein, ja? Ja, okay, gut. Wie gesagt, mein Name ist Benjamin Dillmann, also ich bin Ihr Personalberater von Immediate Age und Sie haben sich vor kurzem so bei unserer Plattform erfolgreich angemeldet. Sie sind mein Personalberater. Ich habe doch gar kein Personal. Nee, Sie haben sich vor kurzem bei unserer Plattform erfolgreich angemeldet. Ja, ja, aber Augenblick, aber ich habe doch gar kein Personal. Warum sollte ich einen Personalberater brauchen? Lassen Sie uns, also ich erkläre für Sie ganz, ganz kurz jetzt. Also, Sie haben die Kontaktdaten gelassen und das habe ich in meinem System gesehen. Ich bin ein Vertreter von Immediate Edge und also ich helfe meinem Kunden, die Zusammenarbeit zu beginnen. Deswegen habe ich Sie angerufen. Ja. Ich möchte nur wissen, ob Sie verstanden haben, wie alles bei uns funktioniert und läuft. Nee, ich weiß ja noch gar nicht, welche Firma sind Sie? Vor allem, was haben Sie mit meinem Personal zu tun? Sie sagten, Sie sind ein Personalberater. Ansprechpartner, also nee. Ja doch, Sie haben gesagt, Sie sind mein Personalberater. Wie Sie wollen, ich kann also Ansprechpartner sein. Das ist nicht so wichtig, wie die Tatsache, doch, dass... Für mich ist das doch schon wichtig. Okay, darf ich fragen, haben Sie die Kontaktdaten gelassen im Internet? Also vielleicht Sie haben die Werbung gesehen, ja? Ja, das kann durchaus sein, aber das hat ja nichts mit Personal zu tun. Okay, das ist gar kein Problem. Ja, gut, okay. Ich möchte nur wissen, ob Sie also verstanden haben, wie alles bei uns läuft. Nee. Und ich helfe Ihnen also alles zu erklären. Wie können Sie das Geld auf den Finanzmärkten verdienen? Ach, darum geht es. Okay, gut. Dann erklären Sie mal. Verstehen Sie, ja? Ja, dann erklären Sie mal. Aber Sie haben mir nicht gesagt, ob Sie bei unserer Plattform angemeldet haben. Ist das korrekt, ja? Ja, also Sie haben mich doch am Telefon. Dann kann das ja nur korrekt gewesen sein. Verstehe, aber ich frage, Ich habe diese Frage für jeder Kunde, weil also es kann sein, dass es ein Fehler war oder ein Versehen, ja, verstehen Sie? Und, ja gut, ich habe mich auf mehreren Webseiten angemeldet. Und welches war jetzt Ihre Webseite? Bei meinem System sehe ich, dass Sie haben bei Immediate Edge Werbung gesehen. Und bei dieser Plattform die Anmeldung gelassen, also ja, die also Registration, ja. Und Ihre Webseite ist also Immediate, wie haben Sie gesagt? Immediate Edge. Das ist Ihre Webseite. Nein, das ist die Werbung, die Werbung im Internet. Okay, und welches ist Ihre Webseite dann, Ihr Portal? Portal, unsere Firma heißt Kingdom Investment. Ja gut, und, Sie haben, und ja, Augenblick, und das ist Ihr Portal, Ihre Webadresse. Kingdom Investment, Sie haben mich nicht richtig verstanden.
Sie haben auf und Sie haben unsere Werbung gesehen, so nur die Werbung. Und wir Ja, haben unsere ich. Plattform, Handelsplattform, wo man den Zugriff zu den Finanzmärkten hat. Ja, und jetzt sagen Sie mir einfach mal die Webadresse von dieser Plattform. Ja, ich habe gesagt, Kingdom Investment. Investment. Kingdom. Moment. Und dann weiter. Punkt. Ja. Komm. Kingdominvestment.com. Ein Wort geschrieben und dann .com. Ja. Augenblick. Gibt es etwas? Ich versuche das gerade zu finden, ja. Komisch, dauert sehr lange. Lang gedauert. Hier macht keine Webseite auf momentan. Also. Okay, dann versuchen also. Ich kann einfach für Sie den Website-Link schicken. Ja, ich komme gerade an Wenn meine ich komme gerade an mein E-Mail-Postfach nicht ran, aber ich sehe nur eine weiße Seite und scheinbar gibt es da keine Seite. Buchstabieren Sie doch mal Ihr Kind Investment. Buchstabieren Sie das mal. Okay, es wäre auch also bequemer, wenn ich einfach für Sie den Website-Link schicke. Ja, ich Wäre das sagte ja irgendwie gerade, ich vorgenommen? komme gerade nicht an meine E-Mails ran. Aber Sie sind im Internet jetzt, ja? Ja, aber wie gesagt, ich kann mein Aber E-Mail-Postfach gerade nicht öffnen. Haben Sie es jetzt warum doch? verstanden? Warum doch, wenn Sie Internetverbindung haben? Okay, Muss ich Ihnen meinen okay, dann. Computer erklären, wenn ich Ihnen sage, ich komme jetzt gerade an mein E-Mail-Postfach nicht ran? Okay, alles klar. Dann ist es kein Problem. So, vielleicht haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Sie wissen gar nicht, wo Sie anrufen, richtig? Was meinen Sie damit, bitte? Sehen Sie meine Telefonnummer? Ja, ich sehe. Ja, und dann sehen Und Sie, dass das ein Festnetztelefon ist. Testnet, was meinen Sie damit? Landline. Da gibt es kein WhatsApp. Okay, alles klar. Also, buchstabieren Sie mir jetzt mal Ihre Domain, Ihre Internetadresse. Also KI Ja. N Ja. G D O M, Ja. dann also geht es einen Moment Kennen Sie Ihre I eigene Webseite N nicht? Also Kingdom Investment als ein Wort geschrieben. nein, also mit einer Streife. Ja, und wo ist der Streifen? Zwischen den Kingdom und Investment. Ah, das haben Sie ja noch nicht gesagt. Sie haben gesagt Kingdom Investment. Also ist das Ihre Seite. Wissen Sie, wie man auf Englisch Kingdom Investment schreibt? Ja, aber man macht dann ein. Sie haben gesagt, dass ein Strich dazwischen kommt. Aber bei Kingdom Investment als ein Wort ist kein Strich. Ja, ich verstehe. Dann ich habe Ihnen das ge gesagt. Ja, aber Dann falsch gesagt. so Kingdom, dann gibt es als Minusinvestment.com. ja, ganz genau, Ja, ganz aber genau. das Minus hatten Sie am Anfang ja nicht gesagt. Versuchen Sie nicht .com, sondern .io. Aha, also ja, ich sehe gerade, die Seite so gibt es gar nicht. Wir haben zwei Seiten, also für Also, die Amerikaner. Wir haben Kingdom eine Investment, Webseite ja.
für amerikanische Kunden und eine zweite Webseite für die europäischen. Also dann versuchen Sie einfach .io. Investment.io. Ja, ganz genau. Kingdom-Investment.io. Ja, ja. Die Seite wird nicht gefunden. Genau. Kingdom-Investment.io. Wie kann ich also Ihnen einfach den Website-Link schicken? Ja, ich sagte doch gerade, ich habe es eingegeben. Haben so Sie wie alles Sie es sprechen Sie doch einfach nicht. Hören Sie einfach mal zu, wenn ich etwas sage. Sie haben gesagt Kingdom-Investment.io. Und die Seite wird nicht ist nicht zu ja, öffnen. Genau. Ja, geht nicht. Bei mir ist alles in Ordnung eigentlich. Also, wenn ich eingebe www. Ja, darf ich jetzt auch mal wieder. Wenn ich eingebe bei mir im Browser www.kingdom-investment.io, dann kriege ich die Fehlermeldung, Seite wurde nicht gefunden. Ein Moment. Jetzt versuche ich. Ich weiß nicht, aber bei mir ist alles in Ordnung. Gibt es unsere Webseite und ich habe den Zugriff einfach. Dann lesen Sie doch mal bitte komplett die ganze URL vor. Herzog Schmidt-Meyer, ich habe doch das schon gemacht. Nein, Sie haben nur gesagt kingdominvestment.io. Und die Seite wird bei mir nicht gefunden. Wenn ich eingebe www.kingdom-investment. Ohne www. Sie brauchen was? Keine www. Ja, und wenn ich nur kingdominvestment.io eingebe, dann wird das www automatisch da vorgestellt. Und auch die Seite ist nicht zu finden. Okay, dann sagen Sie mir bitte, wie kann ich für Sie den Website-Link einfach schicken, damit Sie also auf diesen Link drücken können und Sie brauchen ja einfach nur die richtige Adresse sagen. Also ich habe Sie, ich sage Ihnen, ich was hier, das gesagt, ich sage Ihnen gerade, was bei mir auf dem Bildschirm. Hallo, nicht dauernd unterbrechen. Okay. Was darf ich jetzt auch ausreden? Was sehen Sie jetzt? Ja. Da steht, Seite wurde nicht gefunden. Die Verbindung mit dem Server www.kingdom-investment.io schlug fehl. Das steht bei mir drauf. Also ist offensichtlich die Adresse falsch. Aber bei mir, wenn ich diese Website eingebe, öffnet. Ja, dann ist mit sich. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe nur das, was Sie mir gesagt haben, habe ich eingegeben. Und das wird nicht im Internet gefunden. Vielleicht haben Sie da ein Intranet und kein Internet. Kann ja alles sein. Aber ich kann es nicht öffnen. Okay, ein Moment. Vielleicht überprüfen Sie da mal Ihre IT-Abteilung, wie die Webseite richtig heißt. Ich verstehe. Dann warten Sie bitte ganz gut. Ja, keine Sorgen. Ja, Herr Zugschmidt-Meyer, ja. Sind Sie noch da? Ja. Also, dann versuchen Sie noch etwas. Versuchen Sie bitte, in der Wort Investment am Ende gibt es also S. Investment. Ach, auf einmal? Ja gut, das konnten Sie mir nicht sagen. Ich habe gesagt Investment. Nee, Sie haben Investment gesagt. Okay, dann geben wir das doch mal ein.
Ich habe gefragt, ob Sie also den Wort auf Englisch wissen. Sie haben gesagt Investment und nicht Investments. Okay, dann versuchen Sie mit S. Ja, okay, gut. Dann sehe Mein ich das Fehler. jetzt Mein richtig. Fehler. So, okay. Das ist also Ihre Firma. Ganz genau. Okay, gut. Ja, So, dann dann erzählen Sie doch erstmal ein bisschen was über Ihre meine Firma. Frage Wie ist ja, funktioniert das? Sie haben nicht ganz verstanden, ja? Ich habe gar nichts Also, verstanden. Wo sollte ich denn was verstehen? Sie haben die Werbung gesehen, ich dachte, und Ja. also vielleicht etwas gelesen haben, ne? Ne? Nee, das ging ja Oder? dann nicht weiter. Da kam auch Ach eine so. weiße Seite, deswegen war nichts zu sehen. Okay, also dann, wir sind eine lizenzierte Handelsplattform, wo man den Zugriff zu den Finanzmärkten hat. Das heißt, also Kryptowährungen, Rohstoffe, Aktien von Unternehmen, Indizes und so weiter. So, man kann mit unserer Plattform auf unserer Plattform traden, also ha handeln. Und ich habe eine kurze Frage. Haben Sie schon die Erfahrung in Investitionsbereich, also in Ja, Finanzbereich? ich hab früher mal investiert, ja. So. Und Sie haben bei uns im Allgemeinen zwei Optionen. Sie können entweder mit einem Fachmann, mit einem Finanzexperte probieren zu arbeiten oder ganz automatisch. Der Unterschied ist also, dass mit einem Finanzexperte müssen Sie circa 1 oder 2 Stunden pro Woche haben, um in Kontakt zu setzen, ja, im Kontakt zu bleiben, sich unterhalten. Und also alles zusammen machen. Es ist etwas zeitaufwendiger, ja. Er begleitet Sie Schritt für Schritt. So, und er macht für Sie eine Gewinnstrategie. So, er erzählt, wie zum Beispiel die Aktien auf dem Finanzmarkt funktionieren, wie man die Kryptowährungen kaufen und verkaufen kann und wie macht man im Allgemeinen den Profit. Andererseits gibt es die zweite Option, wenn Sie Vollzeit beschäftigt sind und nicht so viel Zeit haben, dann können Sie alles automatisch handeln lassen, ja? Und mit unserem Roboter, mit unserem System arbeiten, ja. So, Sie brauchen dafür keine Zeit oder keine Kenntnisse in diesem Bereich, wird für Sie einfach aufgesetzt und arbeitet automatisch. Verstehen Sie? Ja, okay. Gut, die So. Frage ist, mit was kann ich denn alles handeln bei Ihnen? Meinen Sie welche Aktiven? Ja, genau, mit was kann ich alles Ich habe handeln bei Ihnen? gesagt, mit Kryptowährungen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe, Indizes und so weiter. So, alle Finanzmärkten. Okay, Kryptowährungen, da kann ich bei Ihnen dann auch die Krypto-Coins kaufen, richtig? Ja, natürlich. Also komplette Coins zum Beispiel von. Ja, okay, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und so weiter, ja. Okay, gut, okay. Das ist gut. Gut, und wie viel Prozent Gewinn kann ich bei Ihrer Firma denn machen? Zum Beispiel mit Wenn Bitcoin zum Beispiel. es geht nicht um Bitcoin oder Kryptowährung, ja, es gibt die Finanzmärkte und diese Finanzmärkte sind unterschiedlich. So mit Krypto kann man also bis 100%, 200% und so weiter profitieren. Mit Aktien kann man auch so machen. Aber es hängt von Ihrer Entscheidung ab, ob Sie mit einem Experte arbeiten wollen oder automatisch, weil mit einem Experte profitiert man ab 30% pro Monat. Ja gut, das ist ja doch ein großer Und Unterschied zwischen 100 bis 200%. nee, ich habe gesagt, dass also auf Kryptowährungsmarkt gibt es die Möglichkeit bis also 200, 300 und mehr profitieren. Ja, aber Sie sagten doch Aber auch, dass das bei Aktien genauso ist, haben Sie gesagt. es kann sein, natürlich. Aber verstehen Sie, ich kann nicht das Ihnen versprechen, weil also
Ja, weil es ist einfach nicht möglich, ja, und Ja. nicht logisch. Gut, okay. Wenn Sie mit einem Finanzexperte arbeiten, er hat diese Inside-Information auf jeden Finanzmarkt. So, wenn Sie mit ihm arbeiten, er kann erklären und erzählen, warum muss man zum Beispiel in Tesla-Aktien investieren oder in Ethereum. Okay, gut. Und wie hoch wird denn Profit sein? So, andererseits, ja, wie gesagt, es gibt die zweite Option, mit einem Roboter zu arbeiten. Aber es ist so konzipiert, dass also es nicht in den Minus geht, ja? Und mit dem Roboter profitieren Sie bis 30% pro Monat. Okay. Weil, ja, weil es gibt immer das Risiko auf den Finanzmarkt, und deswegen, und unsere Programmierer haben dieses Programm so erstellt, dass maximal ist 30%. Das ist für die Kunden, die nicht so viel Zeit haben und möchten einfach Also alles max automatisch. maximal 30% und mehr kann man dann nicht machen, wenn es gut Ja, läuft. weil, wie gesagt, weil wenn es mehr Profit, wenn Sie mehr Profit haben möchten, dann gibt es einen Experte. Wenn Sie möchten alles einfach automatisch handeln lassen, dann gibt es also den Roboter ohne Risiko. Es ist so Und konzipiert, dass es ohne Risiko handelt. wie geht denn das, dass man an der Börse ist doch alles ist doch immer mit Risiko. Wie kann der Roboter das garantieren, dass man ohne Risiko handelt? Weil, wie gesagt, unsere Programmierer haben dieses Programm so erstellt, dass nicht in den Minus geht, dass diesen Roboter immer im Plus geht. Ja, das ist doch. Na gut, also Nicht von der Be ja, bitte. also ich weiß, was, dass man in der Börse, wenn man etwas handelt, dass das die Gefahr immer besteht, dass man ins Minus geht. Ja, natürlich. Es gibt immer das Risiko. Ja, aber Sie haben doch Aber gesagt, gerade gesagt, dass es nicht ins Minus geht. Wie garantieren Sie das genau, denn jetzt? weil es ist, weil wie ich kann Ihnen mit dem Roboter 100% Profit nicht garantieren. Ja, aber darum, Verstehen Sie? es geht nicht um die 100% Gewinn, sondern es geht darum, dass es nicht ins Minus geht. Das haben Sie doch gesagt. Wir setzen jedoch alles daran, um das Risiko zu minimieren. Ja, aber das heißt doch Na nicht, dass es nicht ins Minus gehen kann. Es ist die Börse. Und da kann sowas immer passieren. Wie garantieren Sie dann das? Sie haben ja gesagt, dass man nicht ins Minus gehen kann mit dem Verstehen Roboter. Sie, dass okay, verstehen Sie, dass Sie haben mir gesagt, dass also es dass Sie einige Erfahrung hatten schon, ja? Ja, natürlich, aber Sie scheinbar nicht. Also wie kann man garantieren, dass man nicht ins Minus gehen kann? Wissen Sie, dass also auf dem Finanzmarkt gibt es diese Trading-Optionen wie Long und Short, also auf Englisch. Es heißt Long und Short. Ja, und das hat aber nichts mit dem Risiko zu tun. Nein, Sie Das haben hat mit der Dauer zu tun, die man investieren will. Long und Short, das sagen ja die Namen schon. stellen Sie sich vor, wenn zum Beispiel das Preis von Bitcoin runtergeht, Ja. den Roboter öffnet Short Deal. Wenn das Preis von Bitcoin also hochgeht, den Roboter, das System öffnet also einen Long Deal. Ja, aber trotz allem kann So, der Kurs doch sinken und dann geht man ins Minus. nein, weil der Roboter macht es so schnell, dass es nicht in den Minus geht. Verstehen Sie? Aber der Roboter kann doch nur auf das reagieren, was der Markt hergibt. Und wenn der Markt sagt oder der Markt vorgibt, dass der Preis sinkt, dann kann er doch nur darauf reagieren, dass der Preis sinkt. Und schon ist man im Minus. Verstehen Sie, wissen Sie auch, dass es auch Stop-Loss gibt Ah, auf dem Stop-Loss. Finanzmarkt?
Gut, okay. Da aber Ich von dachte, Stopless haben Sie ja noch gar nichts gesagt. Sie haben gesagt, Sie aber garantieren, ich. dass man nicht ins Minus geht. Aber Sie haben mir gesagt, dass Sie schon die Erfahrung haben und ich dachte, dass ich muss nicht über Stopplos reden, ja, weil ich dachte, dass Sie wissen schon, dass es Stopplos gibt. Und Nee, deswegen ja, ich entschuldigen weiß Sie es, mir aber bitte. Sie wussten es scheinbar nicht. Also okay, gut. Weil mit Long Nee, Short nee. hat das ja nun gar nichts zu tun. Das hat ja nur was mit dem Stop-Loss zu tun und nicht mit Long Short. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich hab versucht, für Sie im Großen und Ganzen zu erklären, wie das läuft. Natürlich gibt es Stopplos, ja. Ja, So, man muss gut, natürlich, immer aber das dann müssen Sie benutzen. mir ja nicht erklären, was Long und Short ist. Das hat mit Stop-Loss nichts zu tun. Okay, nehmen wir das einfach mal so Nicht, hin. ich verstehe Ihre Frage dann nicht. Ja, gut, das merke ich, das merke ich. Stop-Loss ist etwas anderes als Long Short Terms. Okay, dann das ist mein Fehler. Ich dachte, dass Sie schon alles wissen. Okay, das ist Dann würde ich mein ja nicht fragen. So, und wie kann man jetzt bei Ihnen investieren? wie das ist, es hängt von Ihrer, also Einzahlungsoption Ja, und bei uns. welche Einzahlungsoptionen habe ich denn bei Ihnen? Wir haben verschiedene Optionen, so manchmal unsere Kunden beginnen meistens mit unserer niedrigen Summe, also Mindestsumme, das ist beziehungsweise 250 Euro. Ja gut. Wenn Sie also mehr profitieren wollen, dann können Sie einfach mit 500 oder sogar mit 1000 Euro beginnen. Und mehr geht nicht bei Ihnen. Warum? Wie gesagt, es hängt von Ihrer Entscheidung ab. Ja, ich habe so gedacht, zwischen 3.000 und 5.000 Euro möchte ich investieren. Ah, okay. Das geht auch. Ja, natürlich. Okay. Gut, und auf welcher Art transferiere ich das Geld zu Ihnen? Auf welche was? Art? Auf welche Art? Wie kann ich das Geld zu Ihrer Firma transferieren? Ach so, okay. Unsere Firma hat die Bankverbindung für die Überweisung. Sie können die Einzahlung mit Kryptowährung machen, direkt auf Ihr Handelskonto. Da gibt es also ein Bitcoin-Adress oder Ethereum-Adress. Verstehen Sie? Ja gut, also Sie meinen eine Wallet. Ja. Ja gut, aber das muss ja dann meine Wallet sein und nicht Ihre Wallet. Ich habe gesagt, Sie haben Ihre Wallet auf der Handelsplattform. Nur Sie haben den Zugriff zu diesem Konto. Das ist Ihr persönliches Handelskonto. Und auf diesem Handelskonto gibt es Ihre Wallet-Adresse von Bitcoin. So Sie können die Einzahlung mit Bitcoin machen. Okay, gut. Das ist klar. Ja. Aber ich habe ja noch keine Bitcoin, deswegen, welche Möglichkeiten habe ich denn noch? Verstehe. Also die Bankdaten für die Überweisung, einfache Banküberweisung, wenn es für Sie bequem ist. Ja, und welche Möglichkeiten haben wir noch? Mit Mastercard, mit Kreditkarte kann man auch einzahlen. Ah ja, okay. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Okay. Und wie machen wir das dann mit der Kreditkarte? Wir haben also unser Einzahlungssystem. Ich kann für Sie den Website-Link zu unserem Einzahlungssystem schicken. Da können Sie die Daten von Ihrer Kreditkarte eingeben und die Einzahlung tätigen. Okay, dann schicken Sie mir erstmal den Link. Ich habe inzwischen mein E-Mail-Postfach wieder zugänglich gemacht. Dann können Sie mir das einfach mal schicken. Erstmal. Okay, Dann habe ich das schon alles mal. klar. Gut. Okay, und ja, in der Zwischenzeit können Sie mir dann weiteres darüber erklären. Die Frage ist, von wo sitzt Ihre Firma? Von wo aus rufen Sie an? Sie sitzen in...
Ja? Bitte? Wo ist Ihre Firma? Aus Deutschland. Sie sind aus Deutschland. Es ist Also wie ko. gesagt, wir arbeiten mit ganz Europa. Ja, okay, aber dann wundert mich, dass Sie mit einer englischen Telefonnummer anrufen. Wo sitzen Weil das Sie denn in Deutschland? in Berlin. Ah ja, okay, in Berlin. Und in welchem Stadtteil sitzen Sie in Berlin? Muss ich die Adresse nennen? Also Nö, was sagen ich Sie mir meine. erstmal der Stadtteil. So fängt man ja an. Weiß ich nicht. Bitte? Ich weiß nicht, leider. Sie wissen, Sie sind in Berlin und wissen nicht, in welchem Stadtteil Sie sind? Ja, ganz genau. Ah ja, das ist ja komisch. Dann sagen Sie mir doch einfach mal Ihre Adresse. Nordwestbahnstraße Ja? 48. Okay, und die Postleitzahl? 61 Und weiter? 177. Nein, Berlin hat keine Postleitzahl mit 6-1. Ach so, entschuldigen Sie mir bitte. Sie sitzen in Berlin und kennen Ihre eigene Postleitzahl, Ihre eigene Adresse nicht? Nein, entschuldigen Sie mir bitte. Nein. Ja, dann geben Sie mir jetzt die richtige Wie, Postleitzahl. was kann ich tun dann? Mir die richtige Postleitzahl zu Ihrer Adresse geben. Aber ich weiß nicht. Aber Sie ich sitzen weiß doch das in nicht einfach. Berlin. Sie sitzen doch in Ja, Berlin ganz genau. und kennen Ihre eigene Adresse nicht. Ich brauche das nicht. Verstehen Sie? Ja, aber Ich als brauche Investor braucht Postleitzahl man doch nicht. die Adresse. Als Ich weiß Investor nur muss die man doch Adresse. wissen, wo diese Firma sitzt, mit der man Geschäfte machen will. Aber ich habe nur die Adresse. Ich kann also Ihnen Ja, nicht mit dann sagen meiner Sie mir doch die Finanzchef. Adresse. Ich habe gesagt, Nordwestbahnstraße 48. Ja, und in welchem und dann die Postleitzahl, das gehört zur Adresse dazu. Aber ich weiß nicht. Sie wissen Sie nicht können die im Internet sehen. Sie wissen nicht die Postleitzahl von Berlin? Nein, entschuldigen Sie mir bitte. Ja, das ist ja sehr obskur bei Ihnen. Sie Okay. können also im Internet recherchieren, wenn Sie das also so brauchen, ja, dann können Sie einfach recherchieren. Sie haben die Möglichkeit. Gut, okay. Und Ihr Ja, das ist mein Hauptsitz? Fehler, mein Fehler. Ja, natürlich ist es Ihr Fehler. Gut, also Sie sitzen also in Berlin und Sie rufen mit einer englischen Telefonnummer an. Wo sind Sie denn nun? Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Wie ich gesagt habe, wir arbeiten mit ganz Europa, so wir haben Büros in Das Deutschland, habe in ich nicht Österreich. gefragt. Ich habe gefragt, wo der Hauptsitz, der Jetzt rechtliche Sitz Ihrer Firma ein ist. Moment, bitte ein Moment, jetzt erkläre ich. So, unser Hauptbüro befindet sich in Großbritannien. Okay. Dann sind Sie über Großbritannien dann sicherlich auch registriert und reguliert, richtig? Ja, ganz genau. Okay. Und über wen sind Sie da reguliert? Bitte? Über wen sind Sie reguliert? FCA-Register. Okay, das FCA-Register. Gut, und da sind Sie. Gut, dann können wir das ja mal gucken. So, Großbritannien, Augenblick. So, FCA. Gut, dann geben Sie mir doch mal bitte Ihre ID von der FCA. Ich weiß nicht. Wieso wissen Sie das nicht? Entschuldigen Sie mir bitte, ich weiß nicht diese Gut. ID. Oh gut. Über welchen Firmennamen sind Sie denn registriert bei der FCA? Also Kingdom Investment, wie ich gesagt schon habe, ja. Kingdom minus Investments. Okay, dann suchen wir doch mal bei der FCA. Ja, okay. Ja, und schon jetzt. Hallo.
Hallo. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja. So, Kingdom Investments. Über die sind Sie bei der FCA registriert und reguliert. Ja, ganz genau. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Denn deswegen sollten Sie mir ja Ihre ID geben. Über Kingdom Investments finde ich Sie bei der FCA nicht. Aber ich weiß kein ID, Ja, gut, leider. dann suchen. Dann finden Sie ja mal jemanden, der mir das sagen kann. Okay, einen Moment bitte. Hallo? Hallo, ja, Hallo? Herr Zugstippmeier. Hallo, hören Sie mich? Hallo. Wer ist da bitte? Also, hier ist wieder Benjamin Dielmann. Ah ja, okay. Ja, entschuldigen Sie mir bitte, etwas mit der Verbindung geklappt. So, leider gibt es niemand im Büro, mit dem Sie reden können. So, leider ist das so. Ja gut, okay. Also wenn keiner mir die BaFin, die Kingdom ihre Ja, entschuldigen Sie mir FCA-Registrierung bitte. sagen kann. Gut, aber Sie handeln doch auch in Deutschland, ne? Haben Sie gesagt. Sie haben Sitz. Ja, genau, ja, jetzt Gut. entschuldigen Sie mich bitte dann, ich, also, Dann können Sie mir ja, sicher, können Sie mir jetzt sagen, wie warten Sie Sie. bei der BaFin registriert und reguliert sind. Leider, das weiß ich nicht auch, das ist Ja, also. dann hat das wenig Sinn. Als Investor möchte man gerne wissen, mit welcher Firma man es zu tun hat und dass diese Firma reguliert und registriert ist. Wenn Sie mir das nicht sagen können, dann hat das keinen Ja, das Sinn. ist ja ganz genau kein Sinn, ja. Ja, dann werde ich bei Ihnen nicht mehr, weil ich kenne viel zu, ich Okay, habe viel zu okay. viele Leute angerufen, die sich nicht registriert haben und keine Okay, okay, Regulierung hatten okay. und das waren alles Betrügerfirmen. Okay, So, also okay, gehe ich davon okay. aus, dass Sie auch eine Betrügerfirma sind. Nee, 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 auf keinen Fall. Ja, also Sie haben mich ja noch nicht vom Gegenteil überzeugt. Sie hätten ja die Entschuldigen Möglichkeit, Sie mir bitte dass. dann. Entschuldigen Sie mir bitte dann, das ist mein Fehler. Aber Ja, nee, wir richtig. sind kein Betrüger, kein Betrüger. Ja, Wie gesagt, dann sollten Sie mir wir sagen sind. können, wo Sie reguliert sind. Und das können Sie ja nicht. Entschuldigen, ja, aber ich weiß diese Information nicht. Ja, dann wird Ihr Arbeitgeber schlicht und ergreifend Sie nicht von genügend vorbereitet haben auf Ihre Kunden. Weil, ja, Sie können mir das ja dann in jedem Fall schicken, Okay. wenn Sie die ID haben, entweder bei der FCA oder bei der BaFin. Am besten beides, weil Sie Okay. müssen ja beides haben, Okay. wenn Sie in Deutschland handeln. Dann Okay. schicken Sie mir bitte beide ID-Nummern als Klartext mal zu. Bitte? Dann schicken Können Sie Sie mir bitte noch beide einmal? ID-Nummern an die E-Mail-Adresse zu in Klartext und nicht in irgendwelchen PDFs oder so, sondern als E-Mail, Klartext. ja? Aber Sie Ja, haben doch als Klartext. keinen Zugriff. Das habe ich vorhin gesagt. Sie hören Sie eigentlich gar nicht richtig zu. Ich habe vorhin gesagt, jetzt habe ich wieder Zugriff auf mein E-Mail-Konto. Ach so. Das habe ich Ihnen vorhin Aber wie kann es gesagt. sein? Ja, Ach weil ich. so. Muss ich Ihnen meinen Computer erklären, wenn ich sage, ich habe keinen Zugriff und jetzt Okay, habe ich dann wieder erklären Sie Zugriff? bitte, Nee, weil ich verstehe es nein. nicht. Sie haben Internetverbindung. Sie Ah, haben. hören Sie mir eigentlich zu? Okay, dann erklären Sie. Nein, ich muss Ihnen meinen Computer doch nicht erklären. Wenn ich sage, ich habe Ach jetzt so. gerade keinen Zugriff auf mein E-Mail-Postfach und jetzt habe ich es wieder. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Vielleicht Sie konnte können ich. mir mit meinem Computer helfen? Wie wollen Sie mir Es denn ist mit kein mir? Problem. Ja, wie wollen Sie denn mit meinem Computer helfen? Dann erzählen Sie mal. Ich weiß nicht. Okay, vielleicht haben Sie die falsche Website-Link eingegeben oder so etwas oder falsches Es Passwort oder. geht um meine E-Mail-Adresse und kein Webseitenlink. Und ich sagte ja, Haben Sie Gmail, ja? Sie haben doch meine E-Mail-Adresse, haben Sie gesagt. Ja, Ja, ich habe, also, okay, ja. dann schicken Sie doch jetzt einfach mal die E-Mails los.
Darf ich fragen, was haben Sie gemacht, um den Zugriff wieder zu erstellen? Ich habe einfach, kann ich Ihnen ganz genau sagen, ich hatte mein falsches Passwort eingegeben. Ach so, falsches Passwort. Okay, okay. Aber schön, dass Sie so interessiert sind, welche Fehler ich an meinem Computer gemacht habe. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Gut, okay. Dann, ja, wie gesagt, dann schicken Sie mir einmal die Zugangsdaten für die Überweisung oder vielmehr die Eingabe der Kreditkarte und dann auch bitte beide IDs für die BaFin und für die FCA. Alles klar. Okay, und, dann warten und Sie bitte, auf bitte, meine Nachricht. Und bitte im Klartext und nicht als irgendwelche PDF-Dateien. Klartext heißt okay. Geschriebener Text. Okay, alles klar. Alles okay, klar. Gut. Ja, dann warten Sie auf meine Nachricht, auf meine E-Mail. Ja, das können wir ja jetzt warten. Ich bleibe am Telefon. Das, so lange kann das ja nicht dauern, eine E-Mail zu schreiben. Jetzt habe ich ein wichtiges Termin, so muss ich leider ach, weg. Ach so, komisch, Sie telefonieren doch mit mir. Warum haben Sie dann jetzt auf einmal einen anderen Termin? Entschuldigen Sie mir bitte, aber also, ja, ich habe einen Termin, ein wichtiges Termin. Ja gut, aber ich bin doch der Kunde, also ich ja, weiß... Ja, aber ich muss mit meiner Mutter treffen. Ach, Sie also müssen mit Ihrer Mutter, ja, ist klar. Ja, deswegen... Okay, ja, dann grüßen Sie Ihre Mutter von mir. okay, okay. Na gut, dann ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ja, genau. Herr Mühe. Es war mir also sehr Vergnügen. Ja, für mich auch. Sie wissen das nur noch nicht, wie na gut. Ja, vergnüglich dann das für mich war. Warten Sie auf meine Nachricht. Natürlich. Und bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn man genau hingehört hat, konnte man hören, wie der Callcenter-Buster kurz loskichern wollte. Er konnte sich gerade so noch beherrschen. Jedenfalls haben wir uns über diese Begründung prächtig amüsiert. Natürlich habe ich keine der angefragten E-Mails erhalten, war doch fast klar.